Tipp. Oh, noch einer. Ach du Scheiße. Lass mich rein, lass mich rein. Ach. Puh. Ach. Sieht gut aus da draußen. Scheiße. Ja, wie machen wir es? Wenig Holz. Das ist total toll. Machen wir noch ein bisschen mehr. Ich versuche mal Folgendes. Ich habe jetzt keine Lust, ohne Rüstung und ohne alles, da groß ins Kämpfen zu kommen, auch wenn ich ein bisschen jetzt schon gekämpft habe. Wir bauen uns ein paar Leitern. Das sollte reichen, hoffe ich. Ja, komm. So. Zack. Zack. Das ist Sand. Und dann schauen wir mal. Eine Lücke. Haben wir da Sand? Da haben wir so einen Stein, der ist besser für uns. Ja, wie gesagt, Texturenpack. So, wir können jetzt hier entspannt von draußen gucken, was die Herrschaften so treiben. Von draußen, ja, genau. Von drinnen. Das ist auch wieder Sand. Ich hoffe, ich denke dran, möglichst häufig Fackeln zu setzen, damit es etwas heller ist. Verzeiht mir, wenn ich das nicht ganz cool hinkriege, immer daran zu denken. Haben wir gleich ein Kohleflöz entdeckt. Auch Sand, nervig. Genau deswegen. Na gut. Ja. Sandstein, 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 Sand. Ich hoffe, die Creeper sind gleich weg, wenn wir wieder rauskommen. Wahrscheinlich nicht, weil wir zu nah sind. Und über uns marschieren die Dorfbewohner fröhlich über die Tische. So kann man es natürlich auch machen. Draußen sind Monster und drinnen feiern wir eine Party. Aber ich fürchte, wir müssen schon in nächster Zeit einige Spitten töten. Der hat das Feld zerstört. Ja, ich fürchte, wir müssen Spinnen töten, um ein wenig Wolle zu erhalten. Hoch, nur 4? Dann könnten wir uns ja schon 2 Wolle bauen. Aber da draußen sind leider jetzt nur Creeper und keine Spinnen. Sonst? Aha. Aber da ist auch ein Creeper. Ja, morgen, quasi, wenn die Creeper und so verschwunden sind. Achso, ich lasse mal sicherheitshalber die Wolle und die Spinnenfäden hier. Das ist schwarz-voll. Und geht dann erst wieder. Oh, die Tische, ey, die gehen mir auf den Nerv. Die müssen, glaube ich, entfernt werden. Ja, was machst du hier? Was kann ich eigentlich bei dir handeln? Bücher gegen Smaragde. Schön. Und dann buddeln wir uns mal weiter runter. Erde? Erde. Jo. Oh, und da ist ein Texturpapier. Das ist das Misa Eisenerz, wenn ich das nicht falsch sehe. Verwirrend. Na gut. Aber wir haben unser erstes Eisen. Auch was Gutes. War jetzt die Fackel blöde gesetzt. So. Oh, die Tische. Oh, Steine haben wir jetzt genug, um uns eventuell ein eigenes Haus hier hinzusetzen gleich. Und es wird hell. Erzischt.
Ich hoffe, das ist laut genug, dass ihr diese angsteinflößenden Geräusche auch hören könnt. Ah, oh, verzieh dich, ich will da hoch. Hallo? Keiner da? Hallo? Ein Creeper? Keine Spinnies mehr. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Puff. Herzlich willkommen in Creeperland. Das ist kein Sand. Das ist Sand. Ja. Ich mag das Loch nicht. Der hätte uns da hinten bei dem Spinnenspawner oder wo ich den zumindest vermute. Hätte uns ein Loch reinspringen dürfen. Wieder einigermaßen aufgefüllt. Hässliche Creeper-Löcher. Gut, es ist wieder hell. Wir sind einigermaßen sicher. Dann können wir uns ja wieder aufmachen und ein bisschen nachschauen, ob hier irgendwie der Spinnenspawner zu finden ist. Wobei ich höre gerade nur eins und es sind Fledermäuse. Also irgendwie muss hier auf jeden Fall eine Höhle in der Nähe sein. Das sieht ja blöd aus. Ich mal gucken, ob ich das wegkriege. Aber das miese Eisen in meinem Texturenpack, das ist ja ärgerlich. Zombies. Nur wo? Das hört sich natürlich so ein Röntgenblick oder sowas lohnen. Fällt gerade auf, ich habe Reis Minimap gar nicht mehr installiert. Gar nicht sicher, ob ich das nicht gemacht hatte und dann wieder entfernt hatte oder wie auch immer. Da, jetzt höre ich sie wieder auf dem linken Ohr. Die Spinnen. Und die Fledermaus auf dem rechten. Das ist wahrscheinlich sehr spannend für euch. Da. Hallo. Huhu. Hi. Hey. Oh, meins. Jetzt echt für eine. Oh, die hat zwei Seide fallen lassen. Ist wieder Eisen. Das Schöne aus einem anderen Texturenpack. Sehr schön. Wir haben zumindest eine Spinne mal gefunden. Und eventuell den Grundstein für unser Bett. Ich bin mir nicht sicher, wie viel Seide wir noch im Haus hatten, aber das wäre natürlich genial. Da ist ein Fledermaus. Und ein brennender Zombie. Hallo. Komm her. Los, los. Egal. Nun gut, wir holzen noch ein bisschen die Bäume ab und dann bauen wir uns hoffentlich ein Bett. Ich hoffe, wir haben genug. So, und. Ach man, ich habe in letzter Zeit sehr viel Tekken gespielt. Da habe ich den mir. Oder da ist natürlich der Timbermod drin. Das ist sehr, sehr angenehm. Wenn man die Bäume nicht ständig mühsam abschlagen muss. Und ich glaube aber, der ist noch nicht aktualisiert für die jetzigen Versionen und dementsprechend kann ich den nicht mit installieren. Was natürlich schade ist. Da haben wir unser Bett. Perfekt. So, das Bett kommt dahin. Das ist jetzt übrigens mein Haus. Und dann bauen wir uns gleich eine neue Spitzhacke. Aus Steinchen. Oder auch gleich zwei. Ach, schon mal eine neue Axt. Und dann schmelzen wir unser Eisen ein. Das reicht nicht, glaube ich.
Jetzt kriegt man so ein Mist hier ins Inventar, nur weil man hier ein bisschen zerstört. Das finde ich gar nicht lustig. Und wir haben Hunger. Wir brauchen Nahrung. Raus auf die Jagd. Nein. Du bist noch nicht fertig. Du warst fertig. Und du bist auch fertig. Sehr schön. Dann war aber noch nicht mehr. Wir können uns natürlich auch noch erweitern. Und dafür bräuchten wir als erstes einen Eimer. Und ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, sich als erstes aus dem Eisen einen Eimer zu machen. Andererseits kann man sich natürlich auch das Ei holen. Kommt jetzt raus. Zack. Jetzt haben wir schon ein wenig Fleisch. Das ist zwar ein Ohr. Man sollte wirklich auch darauf achten, dass man was isst. Die Spinnenaugen hätte ich natürlich auch in die Kiste packen können. Da ist noch ein Hühnchen. Und noch ein Hühnchen. Und ein Hühnchen. Zack, tot. Und zack. Huch, vorbeigelaufen. Tot und ein Ei und wir hoffen. Ei. Okay, das war ein bisschen weit. Zack, tot. Ich lasse es. Yes! Nachschub. Gut. Joa. Was ist denn hier los? Also das ist ja echt eine coole Gegend. Auch wenn ich die Wintergegend an sich nicht so mag. Ach, das könnten wir machen. Komm mal her. Ja, komm mal her. Hallo? Ich habe Weizen. Wollen wir es nicht? Wurde das geändert? Könnte ich da schon hochspringen? So, Kohle. Ach, hier hat die Textur irgendwie geklappt. Ich weiß nicht, was da los war. Na gut. Mal gucken, vielleicht ändere ich noch was im Texturenpack oder so. Oder die Version dieses Texturenpacks war irgendwie noch falsch. Das kann natürlich auch sein, dass da gar keine Textur hinterlegt war. Aber egal, mal schauen. So, die Kohle abbauen, dann zurück, dann das Essen in den Ofen schmeißen. Das sollte ich tatsächlich tun. Das war gerade schon recht knapp mit dem Brot, was ich da noch vernascht habe. Uah! Ein bisschen Erde abgreifen. Dann können wir... Hab ich Blumen mitgenommen? Dann können wir uns direkt das Feld erweitern. Das mache ich jetzt noch ganz schnell, hoffe ich. Weil, wie gesagt, da brauchen wir einen Eimer. Brauche ich einfach nur... Obwohl, das reicht 9 Felder weit, oder? Das Wasser, dann kann ich hier einfach noch Erde nebensetzen, schnell. Hüpf. So. Auf die andere Seite auch. Und da ist... wieder Weizen fertig, wenn ich das gut richtig sehe. Und dann brauchen wir eine Feldhacke. Na komm schon. Zack, zack. Sieht ja seltsam aus hier. Dahin. Ups. Ja, ich bin gegen Krieg, deswegen schmeiße ich meine Waffen wieder weg. So. Und noch ein Weizen. Ich möchte gerne. Ja, sehr schön. Mehr Samen rausbekommen. Kommen eigentlich jetzt ungestört. Bis jetzt schon. So, jetzt haben wir wieder 4 Weizen. Können uns also ein Brot machen. Schmeißen das Hühnchen in den Ofen. Alter, lass mich rein. Boah, ich muss die irgendwie. Siehst du den Bruder da? Eis ist nicht ganz gebraten worden. Ich weiß, dass es nicht gebraten heißt. Und dann machen wir uns ein Brot. Dann haben wir wenigstens etwas Nahrung wieder und sagen Tschüss.